Hallo, dies ist wieder Lexi. Und es geht weiter mit Mega Man X 6. Im neuen Kampf gegen Mother Nightmare. Und in dieser Folge nehmen wir jetzt mal ein anderes Thema. Die anstehenden Festtage wurden mir als Thema gegeben. Und nun ja, was soll ich zu den anstehenden Festtagen sagen? Ja, es geht halt dann der Advent wieder los. Und ja, das Thema Weihnachten hat sich bei mir in den letzten Jahren sehr gewandelt. Ich freue mich mittlerweile nicht mehr über Weihnachten. Nicht, weil ich das Weihnachtsfest an sich nicht mehr schön finde, also das heißt, Weihnachten, die Gedanken dahinter mag ich nach wie vor. Nee, der Grund, warum ich Weihnachten mittlerweile nicht mehr mag, ist halt, um da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwann mal erwähnt habe, aber ich habe halt 3 ältere Brüder. Und mittlerweile sind halt 2 davon Väter geworden. Und nun ja. Wer mich kennt, der weiß, dass ich mit Kindern herzlich wenig anfangen kann. Ich würde auch noch weitergehen und sagen, ich mag Kinder einfach nicht. Ich mag Kinder einfach nicht. Ich komme mit Kindern nicht zurecht. Ich komme mit Kindern und ihrer Art einfach nicht zurecht. Und nun ja, Weihnachten, genauso wie Ostern, ist halt deswegen in meiner Gunst gesunken, weil es halt mittlerweile so ist, dass eben an Ostern und Weihnachten wirklich die komplette enge Familie zusammenkommt. Und da sind halt mittlerweile sage und schreibe 4 Kinder dann gleichzeitig im Haus. Und ja. Bei uns ist es halt üblich, dass es da immer ein großes Essen gibt. Und nun ja, dieses Essen, früher war es eben noch sehr gemütlich. Früher war es halt einfach noch gemütlich. Früher war Weihnachten ruhig, beschaulich. Früher war Weihnachten einfach tatsächlich eine ruhige Zeit, ruhige und herzliche Zeit, in der man dann einfach gemeinsam am Tisch saß und aß, oder später war es dann halt so, dass wir dann im Wohnzimmer waren und haben halt ein bisschen Glühwein getrunken und währenddessen haben wir uns halt einfach nett unterhalten. Es waren halt einfach schöne, ruhige Gespräche. Über alles Mögliche. Man sah sich ja dann ohnehin nicht mehr so häufig, weil halt die Brüder nach und nach alle ihre eigenen Wohnungen hatten. Und ja, wie sich das Leben halt so entwickelt. Irgendwann ist es eben so, dass man nicht mehr daheim ist. Irgendwann zieht man halt aus und dann ist es an solchen Feiertagen einfach schön, sie wiederzusehen. Und das war halt das Schöne an den Feiertagen früher. Nur ist es halt jetzt so, dass halt noch diese Kinder da sind. Und für mich persönlich, ja, ich habe halt dadurch mit meinen Brüdern nicht mehr viel zu tun, weil halt die Kinder da sind, mit denen wird sich halt dann beschäftigt und dann ist es kaum möglich, wirklich noch. Ich muss husten, Moment. Dann ist es halt nicht mehr so wirklich möglich, Gespräche anzufangen. Das war sehr, sehr, sehr geordnet. Natürlich. Wow. Diese Projektile einfach immer wieder perfekt so fliegen, dass sie mich erwischen. Ich bin fasziniert, aber nur fast. Unfassbar, ne? Diese Fallgeschwindigkeit. Ich komme einfach nicht rechtzeitig runter.
Nee, aber mittlerweile ist es halt einfach so. Die Kinder wollen halt beschäftigt werden und dementsprechend sind meine Brüder halt dann die ganze Zeit beschäftigt. Man kommt halt nicht mehr wirklich zum Reden. Selbst am Esstisch ist es halt dann so, dass sich halt die ganze Zeit um diese Kinder gekümmert wird. Und es ist verständlich, liebe Leute. Ihr braucht mich in der Form nicht belehren. Ich weiß, dass gerade kleinere Kinder dann halt beim Essen mal Hilfe brauchen. Oder, mein Gott, dass man denen halt entsprechend Beachtung schenkt, wenn die brav aufgegessen haben und sonstiges. Das muss man mir nicht erklären. Mir ist bewusst, dass man sich so gegenüber Kindern verhalten muss, damit die halt korrektes Verhalten lernen und damit die halt dann auch beim Essen lernen, wie das halt funktioniert. Das ist mir bewusst. Ich bin nicht dumm. Ich habe verstanden, warum man das macht. Ich habe verstanden, wieso man sich so verhält. In einem gewissen Rahmen, solange man es nicht übertreibt. Aber genau das ist es halt. Auch die Tatsache, dass die Kinder halt am Esstisch einfach laut sind. Die sind halt laut und unkontrolliert. Und ja, da gibt es halt auch wieder Leute, die dann da sagen, ja, so sind Kinder halt. Ja, ist mir bewusst. Ist mir alles bewusst. Es ist aber trotzdem, was mich in der Situation halt dann einfach auf die Palme bringt. Dadurch ist halt, gibt's halt kein ruhiges Essen mehr. Dadurch ist es halt so, dass die Feiertage für mich einfach nicht mehr schön sind. Weil sich halt dann die ganze Zeit alles um die Kinder dreht, weil es halt dann so ist, dass es die ganze Zeit laut und tumultartig ist, weil halt die Kinder da sind. Ich weiß, dass es so ist, weil es halt so ist. Weil Kinder so sind, weil sich entsprechend drum gekümmert werden muss. Es ist mir bewusst. Aber nur weil mir solche Dinge bewusst sind, heißt das doch noch lange nicht, dass ich auf der anderen Seite, dass ich das nicht nervtötend finden kann. Deswegen kann ich doch trotzdem sagen, dass ich es schade finde. Dass ich es schade finde, dass es keine Gespräche mehr wie früher gibt. Oder dass man erstmal warten muss, bis die Kinder fertig mit dem Essen sind und dann kann man erst wieder herkömmliche Gespräche anfangen. Und selbst die herkömmlichen Gespräche sind halt mittlerweile einfach was komplett anderes. Selbst die herkömmlichen Gespräche gehen halt dann irgendwie. Also mittlerweile ist es nicht mehr ganz so schlimm, aber es gab halt Zeiten, da ging es halt dann gefühlt nur noch um die Kinder. Nach da ist mir bewusst, ja, die Eltern wollen sich halt austauschen. Die wollen halt drüber reden, die wollen halt über ihre Erfahrungen reden und meine Eltern sind halt dann einfach primär Eltern. Im Sinne von, bei denen nehmen die Kinder halt dann einfach einen Großteil ihres Lebens ein. Das ist halt einfach so. Habe ich auch vollstes Verständnis dafür. Aber man merkt halt die Entwicklung trotzdem. Für mich bestehen diese Feiertage halt wirklich zu einem Teil einfach daraus, dass ich halt ganz notdürftig solche Sachen wie das Mittag- oder Abendessen über mich ergehen lasse. Und dann verziehe ich mich wieder in mein Zimmer. So sieht es mittlerweile für mich halt aus. Genauso wie sämtliche andere Besuche der Verwandtschaft, der engeren Verwandtschaft. Die Kinder sind dabei. Ich tue mir dieses gemeinsame Familienessen an und gehe im Nachhinein meistens ziemlich genervt in mein Zimmer. Und somit sind die anstehenden Feiertage, also vor allem halt Weihnachten, für mich einfach nichts Schönes mehr. Es ist für mich einfach nur noch anstrengend. Ich kann mich nicht mehr darauf freuen. Das schon jetzt eben seit vielen Jahren nicht mehr. Weil halt einfach da der Fokus drauf liegt und da liegt der Fokus drauf und seitdem macht es halt keinen Spaß mehr. Seit die Ruhe weg ist. Seit die Ruhe weg ist, macht es einfach keinen Spaß mehr. Keine ruhige, beschauliche Weihnachtszeit mehr. Kein ruhiges Zusammensitzen mehr. Es ist einfach nur noch die ganze Zeit tumultartig.
das nervt mich halt einfach. Das nervt mich und das macht mich auch im Endeffekt traurig. Ich kann nichts dagegen machen. Letztendlich was dazu sagen brauche ich nicht, weil... Es wissen ja alle. Es wissen ja alle, wie ich dazu stehe. Ist ja nicht so, als ob das als ob das eine Sache wäre, die keiner weiß. Das wissen ja alle. Deswegen muss das auch nicht weiter erwähnt werden, weil es ist so, wie es ist. Und die Person, die das Problem hat, bin halt ich und nicht die anderen. Das ist so und... Ja. Hab ich es jetzt wirklich wieder geschafft, seitlich daran zu geraten? Nee, ist mit den anstehenden Feiertagen. Ich meine, das Einzige, was bei uns wirklich gefeiert wird, ist ja sowieso dann Weihnachten und ja, Silvester. Silvester steht natürlich auch an. Silvester, ja, Silvester ist bei uns bisher immer eine schöne große Familienfeier gewesen. Also wirklich mit der ganzen Verwandtschaft, nicht nur die enge Familie, sondern da kam früher auch die ganze Verwandtschaft zusammen, aber auch das. Hat sich leider gewandelt und daran sind allerdings diesmal nicht die Kinder schuld, sondern ja, da sind die Leute halt mittlerweile einfach fad geworden, muss man sagen. Es liegt daran, dass die Jüngeren zum Teil auch einfach überhaupt keine Lust mehr drauf haben, mit der Verwandtschaft zu feiern. Die Gesamtmenge an Leuten, die da sind, wird immer kleiner und die Leute, die da sind, haben auch irgendwie allem Anschein nach einfach keine Lust mehr. Ich bin da nach wie vor der festen Überzeugung, dass das auch ein bisschen mit der musikalischen Untermalung zu tun hat. Um das mal zu erklären, bei uns war es halt früher so üblich, und das wird man heute natürlich nicht mehr so gut nachvollziehen können, weil diese Zeiten eben vorbei sind, aber für mich war es zu Silvester zum Beispiel immer selbstverständlich, dass irgendwann musikalisch die neue deutsche Welle aufgelegt wird. Das war damals so eine CD, eine Sammlung von Liedern, die eben damals populär waren. Zum Beispiel 99 Luftballons von Nena, gehört da zum Beispiel auch dazu. War da halt mit auf dieser CD und ja, das war eben die neue deutsche Welle und das wurde solche Musik oder Ich will Spaß, ist auch so ein Ich will Spaß. Ich weiß nicht, ob der Titel war Ich will Spaß oder Ich will Spaß, ich gebe Gas. Ich habe keine Ahnung. Aber solche Lieder, ich denke, ihr könnt euch dann schon in etwa vorstellen, was für Lieder da gespielt werden. Hurra, hurra, die Schule brennt. Frühere Lieder eben. Und das war halt für mich auch damals immer so... Das wurde auch oftmals dann erst nach 24 Uhr gespielt. Und das war für mich dann immer so der Startschuss. Das war für mich dann immer... So, der Punkt am Abend, wo ich mir dann gesagt habe, so, und jetzt geht der Abend richtig los. Mittlerweile ist es dazu übergegangen, dass halt einfach aktuelle Musik gespielt wird, dass halt einfach irgendeine aktuelle Musik-CD aufgelegt wird und ja, damit hat sich die musikalische Untermalung. Da gibt's halt das ein oder andere Lied, das dann von den Leuten schon mal mitgesungen wird. Aber so in der Gesamtbilanz merkt man halt einfach, das reißt die Leute halt nicht mit. Und gut, davon gehe ich auch aus, wenn man nur moderne Musik spielt, weil die moderne Musik halt einfach nicht dieses Mitreißende hat. Es gibt schon noch einzelne Lieder in der modernen Musik, die da schon diese Ausgelassenheit unterstreichen. Oder auch emotionale Lieder, die man halt einfach gut miteinander singen kann, aber... Vieles, was sich heutzutage auf entsprechenden Musik-CDs befindet, ist halt auch zum Teil so grob monoton und mal vieles hat man halt dann einfach schon mal gehört und ja, komm schon.
Das hätte man noch schaffen können. Theoretisch hätte ich besser reagiert. Ich wollte doch nur da reinschießen. Mein Gott. Ah. Wie gesagt, Silvester, es wurde halt immer fader mit den Jahren. Ich weiß nicht, wieso. Ich meine, es ist ja nicht so, als ob wir ständig Silvester feiern, aber irgendwann waren halt weniger Leute da. Dann, wie gesagt, hat sich die musikalische Untermalung geändert. Ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass diese musikalische Untermalung mit ein Grund dafür ist. Wenn die Leute wieder wie früher die Neue Deutsche Welle auflegen würden und sei es erst nach 24 Uhr, dann würde wieder mehr passieren. Weil diese Lieder die Leute immer mitgerissen haben. Diese Lieder haben immer dafür gesorgt, dass die Leute gesungen haben. Weil das die Lieder waren, die halt einfach jeder kannte. Die Lieder kannte halt einfach jeder. Jeder in meiner Familie und Verwandtschaft kannte diese Lieder, konnte die mitsingen. Das waren immer die Lieder, bei denen alle angefangen haben zu singen. Da war der Raum immer erfüllt. Aber heute mit der modernen Musik, ja, sind es halt teilweise auch einfach nur die Jüngeren, die Musikstücke überhaupt textmäßig so ein bisschen kennen. Da entsteht dieses Gefühl einfach nicht. Da singt halt kaum jemand mit. Da sitzen halt Einzelne irgendwo im Raum verteilt und singen halt für sich so ein bisschen mit. Aber dieses Zusammensingen, dass wirklich alle, die da sind, mitsingen, vollkommen egal, ob das jetzt Leute auf der Tanzfläche sind oder vollkommen egal, ob das Leute auf der Tanzfläche sind oder Leute, die irgendwo an der Seite sitzen. Alle haben mitgesungen. Alle. Alle haben es toll gefunden, dass diese Musik gerade spielt. Und das hat man halt auch gemerkt daran. Aber das taten wir halt irgendwann nicht mehr. Und ich habe auch schon mehrfach gesagt, dass man das ändern müsste, damit die Leute wieder mehr reagieren, weil diese Musik eben diesen Effekt hat und ihn immer hatte. Ja. Da kehrte irgendwie immer mehr Verdrossenheit an und insofern, ja. Also ich meine, auf Silvester kann ich mir zumindest noch ein bisschen freuen, weil ich Silvester zumindest noch ein bisschen was abgewinnen kann, inhaltlich. Ich meine, mittlerweile gesellt sich wenigstens während der Feier jemand dazu, mit dem ich auch die Zeit soweit verbringen kann, mit dem ich auch einfach reden kann, wo ich nicht davon ausgehen muss, dass sich das Gespräch halt irgendwann verflüchtigt und dann war es das halt für eine Weile wieder. Weil halt so ist das in der Verwandtschaft. Die Leute halt mal kleine Gespräche miteinander haben und dann, ja, wird halt geht man halt umher, holt sich was zu essen, holt sich was zu trinken. Und dann war es das halt in den meisten Fällen entsprechend wieder. Und dann wurde halt wieder mit jemand anderes gesprochen. Aber da habe ich ja Gott sei Dank jemanden, mit dem ich über den Abend hinweg immer wieder reden kann. Irgendjemand, an den ich mich so weit halten kann. Das brauche ich halt bei solchen Feierlichkeiten auch dringend. Wenn ich niemanden habe, an den ich mich halten kann, dann... Ach Mist. Wird das ganz schnell ganz furchtbar. Das ist so mies. Was soll ich sonst zu den Feierlichkeiten sagen? Silvester und Weihnachten sind für mich so ziemlich die einzigen relevanten. Ich meine, zum Nikolaus gibt es dann ab und zu schon noch ein kleines Präsent meiner Mutter, wo
Wofür ich auch sehr dankbar bin, da freue ich mich durchaus immer wieder. Aber ja, das ist halt jetzt keine Feierlichkeit, die noch großartig zelebriert wird bei uns. Das war halt etwas, was zelebriert wurde, als wir noch kleiner waren. Aber heute ist das kein wirkliches Thema mehr. Wieso schießt du da ein? Nee, die Feierlichkeiten. Das eine ist mit dem Nachwuchs nur noch anstrengend geworden, das andere wurde halt einfach mit der Zeit immer fader. Und gut, bei Silvester kann man natürlich noch sagen, ja, warum feierst du denn dann überhaupt noch mit deiner Familie? Dann geh halt irgendwie weg oder sowas. Hatte ich auch schon überlegt, aber ganz ehrlich, es widerstrebt mir unglaublich. Etwas, wo ich einfach, ja, insofern geprägt bin, dass ich das mit der Familie feiern will, widerstrebt es mir absolut, das dann irgendwie mit Fremden zu verbringen. Ich möchte einfach nicht irgendwo in der Stadt, in irgendeiner Kneipe oder irgendeinem Club sein. Mit Leuten, mit irgendwem, wo ich zum Großteil die Leute nicht kenne. Und da dann den Neujahresbeginn zu feiern, weil irgendwie, ich weiß nicht, es würde sich für mich halt so unglaublich gewöhnlich anfühlen. Wie ein vollkommen normaler Kneipenbesuch mit dem Unterschied, dass halt dann um 24 Uhr irgendwas gemacht wird. Vielleicht regnet es dann Konfetti, vielleicht wird dann irgendein Lied angestimmt, das dazu passt oder sonst irgendwas, aber keine Ahnung. So ein Kneipenbummel an Silvester, er könnte mir einfach nicht das geben, was ich an Silvester brauche. Und an Silvester, egal wie fad es ist, egal wie fad es sein sollte, vielleicht noch wird, ich brauche meine Verwandtschaft an Silvester. Ich brauche meine Verwandtschaft um mich an Silvester. Ich kann einfach nicht anders. Ich kann Silvester nicht ohne meine Verwandtschaft feiern. Es geht nicht. Vollkommen egal, ob ich mit denen jetzt viel zu reden habe oder nicht. Ich kann und will einfach nicht anders. Silvester würde mich unfassbar traurig machen. Und ich hatte ein einziges Silvester in meinem Leben, das ich nicht bei meiner Verwandtschaft verbracht habe. Ein einziges Silvester. Bei dem ich aber auch nicht in der Kneipe oder sonst irgendwas war, sondern ich war zu Hause. Ich war zu Hause, weil ich nicht dorthin wollte, wo gefeiert wird. Weil ich damals noch zu große Angst vor einem dortigen Hund hatte. Und mittlerweile hat sich das gelegt und ist kein Problem mehr. Aber damals war es eben noch ein größeres Problem. Und damals bin ich dann tatsächlich so dumm gewesen und blieb zu Hause. Und ich möchte diesen Fehler in meinem Leben nicht nochmal machen. Ich möchte nicht nochmal den Fehler machen und aus irgendeinem Grund Silvester woanders verbringen als bei meiner Verwandtschaft. Weil das damals, es war einfach. Es tat einfach weh. Es tat einfach nur weh, an Silvester so komplett allein zu sein. Und ich hoffe, dass ich damit jetzt nicht irgendjemanden auf den Schlips getreten bin, der Silvester gerne alleine verbringt. Ich will dagegen gar nichts sagen. Versteht es jetzt hier bitte nicht als irgendeine Aussage zu dem Thema. Versteht es hier jetzt bitte nicht als eine Aussage, die in irgendeiner Form erwarten würde, dass mir da jemand beipflichtet. Das muss überhaupt nicht der Fall sein. Das hier gerade ist nichts weiter als eine Erzählung von mir. Nichts weiter als meine Erfahrung, meine Gedanken zu dem Thema. Und ja, das sind also die Dinge, die mir passiert sind und mit der Grund, warum ich mir
Silvester definitiv nicht ohne meine Verwandtschaft vorstellen möchte, kann, wie auch immer. Es wäre... Nein. Ich könnte es einfach nicht. Ich würde es so bereuen, wenn ich das täte. Ich würde das so sehr bereuen, wenn ich tatsächlich Silvester versuchen würde, ohne meine Verwandtschaft zu verbringen. Irgendwo in einer Kneipe, in der wir sonst auch sind, dann da Silvester versuchen zu feiern. Ich denke mal, es würde mir ungelogen das Herz brechen, wenn ich das täte. Es tut mir leid, wenn ich da jemanden jetzt gerade ein bisschen zu emotional werde. Der andere Teil wird sich denken, was für Emotionen, aber... Darüber zu reden, geht mir gerade schon ein bisschen an die Substanz, weil es für mich halt ein durchaus ziemlich emotionales Thema ist. Familiäre Festlichkeiten sind da einfach ein durchaus sehr, sehr wichtiges und sehr schweres Thema für mich. Ich bin da halt einfach sehr geprägt. Für mich geht das einfach nicht anders. Für mich können solche Feste einfach nicht ohne die Familie sein. In dem einen Fall ohne die Familie und im anderen Fall ohne die Verwandtschaft. Für mich selber. Nicht für andere. Andere mögen das so und so am liebsten verbringen. Ich meine, ich kenne auch Leute, die an Silvester sagen, sie gehen gerne wohin, aber nicht, weil sie irgendwo unbedingt außerhalb feiern wollen, sondern weil sie Silvester einfach nur mit dem besten Kumpel oder der besten Freundin verbringen wollen. Und auch das ist absolut verständlich, wenn man sowas sagt. Warum nicht? Ich meine, an Silvester soll man bei den Leuten sein, die man am liebsten hat. Und mein Gott, wenn das jemand ist, mit dem man befreundet ist, dann warum nicht? Warum denn nicht? Ist doch schön. Ist doch schön, wenn man dann jemanden hat, mit dem man irgendwo hingehen kann. Es ist vollkommen egal, wo man dann hingeht. Und dann einfach Silvester schön feiern kann. Einfach das Jahr zusammen mit jemandem abschließen kann, den man gern hat. Das heißt jetzt natürlich an der Stelle nicht, dass ich meine Freundin nicht gern hätte, bevor mir da jemand was unterstellen will. Sondern... Ich weiß nicht. Ein Kumpel wird ja an Silvester dann da sein. Wie gesagt, der Faktor mit der Verwandtschaft, der spielt dann einfach eine große Rolle. Das Spiel einfach eine große Rolle. Und darum käme es für mich einfach nicht in Frage. Ich dachte einmal darüber nach, aber ich könnte es nicht. Ich könnte es einfach nicht. Ich würde mich woanders unglaublich unwohl fühlen. Und ich hoffe auch inständig, dass meine Verwandtschaft niemals auf die Idee kommt, dass es diese großen Familienfeiern in irgendeiner Form nicht mehr geben könnte. Der Gedanke stand schon mal im Raum und alleine Gedanke dran
macht mich schon sehr traurig. Ich hoffe, sie kommen niemals auf die Idee. So, ein Versuch noch für die Folge und dann werde ich die beenden und weiß nicht, ob ich heute noch weiter aufnehmen werde. Weiß auch nicht, wann euch diese Folgen erreichen werden. Es ist zurzeit immer noch schwierig und ich denke, ich werde das auch nicht mehr unbedingt revidieren können. Ich denke nicht. Schon traurig, dass ich wirklich, wirklich nein, in dieser Folge sollte es immer noch nicht so weit sein, aber man muss halt sagen, wir hatten Mother Nightmare in einem Versuch schon wieder relativ gut unten. Ist es definitiv möglich. Es ist auch ohne Schaden möglich, wie ich schon gesehen habe. Es ist immer noch so. Das geht mir nicht in den Kopf rein, wie man das ohne Schaden hinkriegt und nur alles. Aber egal. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, ich habe damit jetzt niemandem zu nahe getreten. Falls ja, tut es mir leid. Bitte nehmt meine persönlichen Erzählungen da nicht als Angriff auf euch wahr oder irgendeine Kritik oder sonst irgendwas. Es ging hier rein um mein eigenes Empfinden. Nicht um eures, es ging nicht um irgendetwas Wertendes. Jeder soll das machen, was ihn in der Form glücklich macht. Und damit würde ich dann diese Folge beenden. Und man sieht sich beim nächsten Mal wieder bei Mega Man X6. Ich bin Xi. Bis dann, Leute. Ciao.